1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. So cold all of us are it. Must be my imagination. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Und damit ein wunderbares Hallihallöchen hier bei uns auf dem Kanal.
Wir haben in unserer Dataset das fantastische und absolut geliebte Resident Evil 4. Und ich war gestern nochmal in meinem Keller und seht mal, was ich da gefunden habe. Resident Evil 4 für die PlayStation 2 in der absolut geilen Limited Edition der Steelcase. Die sieht richtig geil aus, das Ding. Und ich habe es gestern gesehen und dachte mir, Alter, komm, das musst du jetzt zocken. Das, was wir jetzt allerdings spielen, ist nicht die PlayStation 2 Variante, sondern wir spielen es auf dem PC, weil es halt einfach ein bisschen besser aussieht. Und ich werfe mal trotzdem mal kurz hier nochmal einen Blick rein. Ah, ist das nice, ey. Guckt euch das an. Na, die CD ist schon, sieht geil aus. Irgendwie. Hier haben wir noch ein kleines Heft dazu. Wir machen jetzt mal so ein kleines Unboxing. Ah, das waren noch Zeiten, als ich hier noch beschrieben wurde, wie du das bitte einzulegen hast. Und, wird alles noch irgendwie beschrieben, wo die Knöpfe auf dem Pad sind. Und was haben wir noch? Wir haben noch ein Heft dazu. Das ist ein offizielles Limited Edition Mini-Lösungsbuch. Okay, gut, da werden wir jetzt aber nicht reingucken. So ein paar Sachen weiß ich noch von damals, aber wir wollen uns ja jetzt hier auch nicht spoilern lassen. So, ich, wie gesagt, zocke das alles auf dem PC mit einem Xbox-Pad, mit dem ich grottenschlecht bin. Ja, grottenschlecht. Ich bin, meine Hände haben sich rein wie nennt man es denn? Die sind an den PlayStation-Pad, an alle Pad-Generationen der PlayStation gewachsen. Ja, ergonomisch dementsprechend angepasst. Von daher, seht es mir bitte ein bisschen nach, wenn ich mit dem Xbox-Pad so ein bisschen, ja, jetzt nicht so der super schnelle Killer bin hier irgendwie, ja, so mit dem Zielen und so. So, und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ja, wir sind von den beiden netten Polizisten hier abgeliefert worden. Wir haben nichts Geringeres zu tun, als die Tochter des Präsidenten zu retten. Und wir tun es einfach. Ja? Hier vorne sehen wir ein paar Rahmen. Ich weiß noch von damals, und das Spiel ist, glaube ich, 2004 oder 2005 rausgekommen, dass durch das Eliminieren der Rahmen wir Kohle bekommen. Ja, das ist so ein bisschen... Ich glaube, es waren drei, wenn es... Ich höre noch einen irgendwo. Da ist noch einer. Wir bekommen Kohle dadurch. Ja? Pesetas. Womit wir uns nachher ein paar coole Waffen und Upgrades für Waffen kaufen können. Von daher muss man natürlich, man findet auch eine Menge Schätze hier in dem Spiel, die man hier verkaufen kann. Von daher muss man so ein bisschen die Augen offen halten irgendwie. Und ich werde auch eine Menge gucken irgendwie. Ne? Also ich versuche natürlich alles irgendwie zu finden hier in dem Spiel. Aber es ist halt einfach mal 17 Jahre her irgendwie. Und von daher hoffe ich natürlich, dass wir das finden. Da ist schon mal nichts drin. Nachladen, okay. Gut. Gucken wir mal. Okay, alles klar. Messer haben wir auch. Das ist immer gut. Dann gehen wir mal rein hier in die Kuschelbude. Aha. Excuse me, sir. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Freeze! I said freeze! Bad. Shit.
Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Ich muss dazu sagen, er kann kein Wort Spanisch. Würde mich mal interessieren, spricht einer von euch Spanisch? Wenn ja, haut mal bitte unten in die Kommentare oder in die Kommentarsektion irgendwie, was die da erzählen. Das würde mich mal wirklich interessieren. Disgusting. Und wie wir sehen, spielen wir Leon S. Kennedy, ja, bekannt aus Resident Evil 2. Wo wir ja noch so ein kleiner Rookie waren. Und hier sind wir, oh, Patronen, das ist immer gut. Und ich möchte mal sagen, in Teil 4 sind wir schon so ein, ja, ich möchte mal sagen, so vorsichtig gesagt, so ein Überagent. Der irgendwie auch eine Menge auf dem Kasten hat. Ich werde es euch mal kurz demonstrieren. Na, da kann man einfach mal aus dem Fenster hüpfen. Ei. Ja, da kennt ihr nichts, ne? Irgendwie, da wird einfach mal weggelatscht. Da wird alles hier weggelatscht. So, wir haben es auch diesmal nicht klassisch Resident Evil mit Zombies zu tun, sondern wir haben es mit Dörflern zu tun. Dörflern, letztendlich ist ja gerade die große Welle von einer kurzen Zeit gewesen mit Resident Evil Village, die so ein bisschen, in diese Kerbe nochmal schlagen wollten, irgendwie die Resident Evil 4 gemacht hat. Was halt echt einfach ein geiles Setting und wirklich ein cooles Spiel war. So, okay, prüfen. Er ist kein Zombie. Okay, alles klar. Wir schauen mal, ob wir oben noch was finden, aber ich glaube, oben hatten wir soweit alles abgegrast. War hier oben war nur noch das, genau. Ja, und halt einfach, yippie, zack, ja, da interessiert es gar nicht, ob das 4 Meter hoch ist. Da wird einfach rausgesprungen. Da kenne ich nichts. So. Okay, gut. Die hätten wir. Dann gehen wir doch mal weiter. Oh, da vorne hocken wieder Raben. Und hier haben wir noch Pistolenmunition. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Jawohl. Unser erstes grünes Pflänzlein. Ebenfalls echt obligatorisch für Resident Evil. Pflanze. So, okay. Ich hoffe mal, dass ich jetzt... Prostis. Ich glaube, waren nur 2, ne? Ja, habe ich einen übersehen? Ich glaube nicht. 200 Pesetas. Oh, eine Handgranate. Das ist natürlich geil. So, was haben wir hier? Ein tolles Wegkreuz. Das scheint eine Art Warnung zu sein. Ich habe ein ungutes Gefühl. Tja, woran mag es liegen? An den toten Schädeln. Wer weiß, einem getrockneten Blut. Ach je, ein Hühnchen. Nein, ein Wolf, glaube ich, ne? Oder? Und er ist eingesperrt. Er ist gefangen. Und gut Menschen, wie wir sind, helfen ihm. Bye-bye. Es glaube... Nein, wir wollen mal nicht zu viel verraten. Wir wollen mal jetzt nicht zu viel verraten. So, hier haben wir noch eine versteckte Bärenfalle. Die werden wir mal gleich irgendwie deaktivieren, bevor wir da reintreten. Das passiert mir nämlich sehr, sehr häufig und sehr, sehr gerne. Man nennt mich auch den Fallenauslöser. So, okay, was... Eieiei, da oben haben wir noch welche. Schauen, ob wir die irgendwie anlocken können. Hier vorne mal Sprengfallen. So, okay. Ah, und? Interessiert sich nicht? Na bitte, geht doch. Falls er nicht reinlaufen sollte. Unfallastero! Unfallastero! Natürlich nicht. Ah, ich glaube, da oben steht noch einer, ne? So, hier nochmal kurz gucken. Ne, ist nur eine Fahne. Dann ist ja mal gut. So, oh, hier haben wir noch eine Bärenfalle.
Die wollen wir mal nicht auslösen, indem wir reintreten. Okay, zack. Hier nochmal geschaut. Weiter geht's. So, also, Was? Ach, hinten stehen sie. Ist jetzt noch einer drin? Ja, hier ist er. Guck doch mal, jetzt mein Freund. Schnitzeln wir noch mal ein bisschen rum. Bin großer Freund vom Benutzen des Messers, weil Munition, kennt ihr, wisst ihr, Resident Evil, ist ja nicht jetzt das erste, was wir auf dem Kanal haben, ist immer knapp. Ist immer knapp. So, Pesetas, wunderbar, das haben wir. Jai, was ist das denn? Ach du Sch... Ah, ich aber mein Auge gegangen. Sexuelle Diskriminierung gibt's hier wohl nicht. Nein. Ja, alles klar. Super, ich guck mal kurz im Menü. Ahaha. Ja, das ist auch etwas, was sie in Resident Evil Village übernommen haben, und zwar dieses Kofferprinzip. Wir tragen einen Koffer mit uns. Wir sehen den nicht an der Figur, aber ich finde das Menüprinzip sehr witzig. Ja, man hat halt so einen Koffer bei. Im Laufe des Spiels bekommen wir auch noch Erweiterungen für den Koffer, dass die Inventarzahl halt immer mehr steigt. Aber man muss wirklich managen, ne? Sodass man jetzt nicht irgendwie unnötig Sachen wegschmeißen muss oder sowas. Okay, na dann wollen wir mal weiter hier. Zack. Na, die Spinne. Na, dann haut mal schnell ab. So, die Dörfler sind damit gewarnt. Amino. Naja, die sind am Anfang auch noch echt mega weak, die Leute. Das wird sich natürlich sehr schnell ändern im Laufe des Spiels. Gibt's hier eigentlich irgendwie... Nein. Nope. Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, thanks. Cool. Alles klar. Wir betreten das Dorf. Ah, shit. Guck sie an. Die haben sich die Cops geholt. Ah, Bordell. Bordell. Hey, Aka! Ah, hier wird dem Tageswerk nachgegangen. Morden und Heuschaufeln. Schön. Einfach schön. Ich würde mal sagen, greifen wir einfach an. Was wollen wir machen? Ah, Bordell. Agarrenlo! So, ja, Warnschuss. Ich werde mich mal ein bisschen weiter hier hinten positionieren, weil hier noch ein Weg ist, irgendwie. Wo das Olle Pack ebenfalls herkommen könnte. So, schauen wir doch mal. Schnell mal nachladen.
Los, kommt ihr Dörfler. Das ist zum Beispiel auch ein Move, den man hier halt sehr gern, oder hat man halt immer damals sehr gern gemacht. Immer anschießen, hin, kicken. Bam. Bisschen wieder zurückfallen lassen. Nun guck mal her. Oh Mann. So, man muss natürlich so ein bisschen aufpassen. Wo sind wir denn? Wie sind wir? Was haben wir? Was geht? So. Da, oh, da hinten kommt der Mob. Den können wir hier noch was finden? Rausholen, Freunde. So, hier, Robert De Niro kriegt auch einen Rennen. Ah, was? Anders, komm her. Frei von der Oha. Ja, die sind tatsächlich immer ein bisschen gefährlich. Wumms. So ein Käse. Da war noch einer wach. Ja, dann. Oh, la campana. Es hora de misa. Tenemos que irnos. Lord Sattler. Where's everyone going? Bingo? Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. So, wir haben da hinten noch ein paar Sachen, die werden wir uns erstmal schnell holen und einsammeln, bevor die irgendwie weg sind. Ich glaube, ich... Okay, drei Schuss, das ist natürlich nicht dolle. Oh, hier ist auch noch was. Zwei Schuss. Na okay, gut. Sehr übersichtlich, was man hier gefunden hat. Okay. Also, wir werden mal erstmal so ein bisschen uns das Dorf hier anschauen. Und werden mal so ein bisschen von Hütte zu Hütte gehen und einfach mal ein bisschen looten. Also jetzt mal findet hier auch irgendwas. Aus dem Kessel steigt ein unangenehmer Geruch. Riecht nicht gerade nach einem erfrischenden Getränk. Ja, wird es auch wahrscheinlich nie sein. Pistolenmunition, immer wieder gern. Das ist an jemand genagelt. Hier gibt es nichts Besonderes. So, hier haben wir... Der Kerl sieht grimmig aus. Wer das ist, werden wir später noch mitbekommen. Ich nenne es mal vorsichtig die Dorfprominenz. Gewehrmunition und eine Brandgranate haben wir bekommen. So, und ich bin nicht der Typ, der normal das Haus verlässt. Ich springe mal durch Fenster. Selber. Holt für alle Fälle. So, rotes Kraut. Und... Leute, ihr wisst jetzt natürlich, was passiert. Grünes und rotes Kraut und Resident Evil. Boom! Eine gute Mische.
So, okay, dann schauen wir doch einfach mal ins nächste Haus. Hat hier nicht irgend so ein... Nee, natürlich. Schauen wir mal, was wir hier noch finden. Hühnchen! So, okay, gut, dann nehmen wir ein anderes Haus. Nehmen wir das hier vorne. Guten Tag! So, okay. Das Schöne ist, man kann sich hier verbarrikadieren, indem man die Schränke vor die Türen schiebt. Das verschafft dir so ein bisschen Zeit irgendwie, aber hält natürlich auch nicht die Leute auf ewig ab. Hier sind einige kleine Objekte. Hier ist nichts Ungewöhnliches. Okay, hier haben wir noch zwei Fässer. 1000 Pesetas, 1000 Pesetas. Kannst einfach schnell reloaden. Die Reste werden von kleinen Insekten gefressen. Das sind uns doch die Liebsten. So, mal schnell hoch in die erste Etage. Ja, so feinmotorischer Typ so. Schränke, einfach so Schranktüren aufmachen aus Glas sind die unser so. Die werden eingedroschen. Danke mir nichts. Das Bett ist total verdreckt. Ja. Sieht aus, als hätte hier lange keiner mehr drin geschlafen. Nee, tatsächlich eher gestorben. So, hier haben wir noch nicht gerade sehr sympathisch. Ihr wisst, was passiert. Das ist großartig. Aber, Moment. Das war ja vollkommen verfrüht. Ich weiß noch, wenn wir jetzt... Hier vorne haben wir noch ein Fenster. Nein! Ja, so kann man natürlich auch Munition verschwenden. Nee. Ja. Schaut mal, Pistolenmunition. Und ich glaube, das war's aber noch nicht. Wir können hier oben noch rumgehen. Und wir finden einen Spinel. Einen kleinen Edelstein, den wir verkaufen können. Später. Beim Händler. So, okay. So viel zu diesem Haus. Dann schauen wir nochmal hier hin. Hallo! So, hier haben wir ein Fass. Oh. Pesetas. Das sind kleine diverse Objekte. Nichts Ungewöhnliches. Vom Tisch tropft irgendeine Flüssigkeit. Sie riecht unangenehm. Ja, da wird wahrscheinlich so alles hier unangenehm riechen. Das können wir verschieben. Können wir mal ganz kurz probieren. Aber hier ist auch nichts drunter. Okay, ein Schloss. Bam. Hält unser Messer nicht stand. Okay, man findet anscheinend sehr viel, also viel relativ Schrotmunition. Da steht ein schmutziges Bett. Es scheinen Blutflecken. Ich hoffe, es sind Blutflecken, Freunde. Alles weitere wäre absolut disgusting. So, okay, hier haben wir noch was. Und es ist nichts drin. Das kann keinerlei insoweit. Fürchterlich. So, okay. Dann laufen wir mal kurz um dieses Haus herum. Es sind ja alle hier in dieser, ja, ich glaube, dieser Kirche verschwunden, aber ist verschlossen. Lässt sich nicht öffnen. An der Tür sind irgendwelche Symbole. Jawohl. Also ein bisschen weiß ich noch. Es ist 17 Jahre her. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. So, aber ich wage wirklich zu bezweifeln, dass ich noch viel mehr weiß irgendwie. Also es gibt so ein, zwei kleine Punkte, wo ich sage so, ha, das ist hängen geblieben, aber ich werde so viel übersehen wahrscheinlich. Und ihr werdet wahrscheinlich so oft sagen, meine Güte, man hat es doch gesehen. Es war doch da. Es willst du es denn nicht haben, Steven? So. Rot mit Grün. Ba-bam. Gemischt. Ein gemischtes Doppel. So, was ich auch immer sehr witzig finde und sehr wichtig vor allen Dingen, dadurch, dass man ja hier so ein Management betreiben muss, ein Platzmanagement, bin ich immer ein großer Freund davon zu sagen, halt die Kiste doch mal ein bisschen ordentlich. Ja?
Also, das machen wir mal schnell. Benny würde jetzt sagen, ich muss meinen innerlichen Monk befriedigen. Da ist was dran. So, zack. Klick, klack, klack. So, ich könnte mir jetzt noch halt so ein Dreierkraut machen. Das machen wir aber nicht. So, das sieht doch erstmal gut aus. Hält für bis zur nächsten Tür. Gelbes Kraut, oh, gelbes Kraut. Gelbes Kraut ist cool. Gelbes Kraut hat folgende Funktion, bin ich der Meinung, und zwar nicht irgendwie sowas wie Gift heilen oder so, sondern wie sagt man es denn irgendwie, damit verlängern wir unsere Lebensleiste. Also, um es euch mal kurz zu demonstrieren, naja, ich demonstriere euch das, wenn wir ein bisschen mehr Damage haben. Denn, ach komm, kommt, was ist jetzt hier, komm, ist doch Quatsch jetzt hier. Ah, seht ihr den kleinen weißen Strich, der ist jetzt ein bisschen weiter nach vorne gegangen und gibt uns damit ein bisschen mehr Health. Schauen wir mal, wir werden es nötig brauchen in diesem Spiel. So, okay, das hätten wir. Hey, cool, na, alles klar, alles gut. Es soll, glaube ich, auch, also das kann jetzt aber auch nur irgendwie ein Mythos sein. Sollte man hier zu viele Kühe töten, irgendwie passiert wohl irgendetwas und man wird instant, glaube ich, getötet. Na? Das will ich aber gar nicht ausprobieren aus dem folgenden Grund. Ich mag Tiere. Und also mal jetzt von den Raben abgesehen irgendwie, die ich auch wirklich zähneknirschend für die PC das töte, aber bei der Kuh würde, glaube ich, noch nicht mal irgendwas bei rumkommen irgendwie, deswegen mag ich es einfach nicht. Es gibt genug Leute, die da sagen, so, ey, ich habe da einfach Bock drauf, weil ich halt ein sadistischer Arsch bin. Ich persönlich bin's nicht, und wenn ich nicht unbedingt etwas für den Progress im Spiel irgendwie töten muss, mache ich es auch nicht. Irgendwie. Es ist mir halt einfach, es ist mir zuwider. So. So far as well. Okay, hier hinten waren wir schon. Ich weiß, dass diese kleinen Hühnchen, die hier rumrennen, ab und zu mal ein Ei liegen lassen. Also halt ein Ei, ne? Und das kann man aufnehmen und da kriegt man auch Leben wieder, indem man es konsumiert. Schauen. Hello? Nothing. There is nothing. In here. Pistolenmunition, 10 Stück. Oh, hier. Warten wir. Aufruf zur Wachsamkeit. Man muss dazu sagen, ihr werdet später im Spiel noch mitbekommen, diese Dokumente, die man findet, die sind immer sehr aktuell. Ja, es ist quasi, als während wir das Dorf angegriffen haben, wurde dieses Dokument verfasst. Okay. Aufruf zur Wachsamkeit. Vor kurzem hieß es, ein Mitglied der US-Regierung sei hier im Dorf, um Nachforschungen anzustellen. Sorge dafür, dass er unseren Gast nicht kontaktiert. Falls ihr es nicht wisst, unser Gast ist in einem Haus hinter dem Bauernhof. Sobald wir soweit sind, bringen wir ihn an einen sicheren Ort im Tal. Dort bleibt er bis auf Weiteres. Passt bis dahin auf, dass der Armee nicht in seine Nähe kommt. Wir wissen nicht, wie die US-Regierung von unserem Dorf erfahren hat, aber wir finden es heraus. Ich glaube jedoch, dass sein Eindringen zum jetzigen Zeitpunkt kein Zufall ist. Sicher ist noch jemand anders als die US-Regierung in die Sache verwickelt. Männer, bleibt wachsam. Bürgermeister Vitores Mendez. Mendez. Aber den Spaniern gibt es ja kein S, gibt's ja nur. Obwohl ich die spanische Sprache sehr mag, aber ich werde sie nie sprechen können, weil sie einfach viel zu schnell ist für mich irgendwie. Also das Verstehen ist schon wahnsinnig schwierig irgendwie, aber das Sprechen wird mir persönlich unmöglich glücklich sein, weil sie halt einfach zu schnell ist. So, ein kurzer Blick auf die Karte.
verrät uns, da ist zu, da ist zu. Okay, der rote Punkt sagt uns immer, this is the way. Dann gehen wir nochmal hier rein. Okay, hier vorne hängt so eine kleine blaue Medaille. Davon gibt's, ich weiß gar nicht, 10, 12, 15 Stück oder so im Spiel. Und das sind jetzt nicht wirklich klassische Collectibles, sondern die sind so eine Art Kopfgeld hier. Da kommen wir gleich zu. So, ja, ist, guten Tag, ist hier der Mühlenhof. Ich würde gerne etwas Milch und Käse holen. Mal jetzt hier rüber, mein Freund. Bam! Die Sache wurde halt schnell wie Chuck Norris. Der schöne Autos-Kick. Und hier ist doch. Oh. Oh, Leute, ihr habt Messerarbeit. So, da sieht man, die haben schon ein bisschen mehr Power. Da braucht es schon das ein oder andere... Oh nein, oh nein. Hab ich den Tuni getötet? Oh nein. Das ein oder andere Messerstrichlein mehr. So, okay. Hüpfen mal rüber. Weil hier vorne... Tricky! So, das könnten wir jetzt runterschießen. Aber... Wer will denn diese Kloake darin fest? Hä? 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 Jetzt hätte ich jetzt hier super was gerissen, wa? So, ich kann euch sagen, es ist mir... Was ist denn das? Ist das ein Hund? Was macht ihr los? Ihr müsst nicht gut. Oh, hier vorne. Das ist ein Ei. Das ist ein Ei. Braunes Hühnchen. Stimmt, es gibt ja noch verschiedene. Es gibt ja noch weiße, die geben nicht so viel Energie zurück irgendwie. Die braunen geben... Oh, da ist noch eins. Die braunen geben so mittelmäßig. Und ich glaube, es gibt sogar noch goldene Eier. Goldenes Hühnerei. Na bitte, läuft. Für dich nicht gut. Für dich nicht. Oh shit. Was nehmen wir hier noch? So, mein Freund, ich werde jetzt erstmal hier die Mütze vom Köpfchen schnitzeln. So, okay, das nehmen wir. 800 Pesetas. Nicht viel. Aber immerhin. Der Hund sieht so ein bisschen. Nö. Bin buggy. Oh, Körper, was? Ist er hinter mir? Über mir? Über mir, ne? Neben mir! Ist beside me. In einer Hippie-Kommune hier. Wir gehen jetzt erstmal kurz hier hin und schauen uns den blauen Zettel an. Blaue Medaillen. 15 blaue Medaillen. 7 auf dem Bauernhof, 8 auf dem Friedhof. Diejenigen unter euch, die 10 oder mehr zerstören, werden belohnt. Der Rest ist unlesbar. Alles klar. Hier müssen wir dann einfach ganz nonchalant die Dinger einfach... Unterschießen. Schlicht untergreifend runterschießen. Bing! Nummer 1. Okay, ich glaube, da hinten ist. Alter, mal schöner Komposthaufen. Ich fasse es nicht. Das sind lauter Leichen. Ja. That's true, my friend. Schubidubidub.
Gibt's nur stinkende Jauche. Nice. Einfach nur nice. So, was? Schau mal, hier oben ist eine Medaille. Klimbim, haben wir. 2 von 15. Würde ich mal sagen, ich glaube, hier leben noch welche, oder? Von den Feinden ansonsten, das klingt auf jeden Fall so. Überspringen. Ah, okay, alles klar. So, hier ist noch eine Kasten. So, haben wir denn hier irgendwo, ich glaube doch, an dem Rad, da hinten waren welche dran. Aber egal, okay. Wir gehen erstmal hier in das Haus rein und klettern die Leiter hoch. Pistolen, Patronen. Humpen! Du erhältst Bierstein. Sehr schön. Und wie ihr gesehen habt, der hat so ein paar Einfassungen. Und wir könnten den jetzt so verkaufen. Aber ich glaube, dafür bekommen wir nicht so viel Geld. Deswegen müssen wir noch die Steine finden, die da reingehören in den Humpen. Und dann kriegen wir dafür richtig Geld. Oh, was haben wir denn da? Ah, treffen wir das. Ja. 3 von 15. Schön. Wir klettern mal nochmal kurz hier hoch. Wird hier. Ja. Na. So, wie ihr merkt, irgendwie. Also, er hält auch nicht still, ne? Also, wenn er jetzt irgendwo hinzielt, dann fängt er nachher an, so ein bisschen so rumzueiern. Was das natürlich so ein bisschen blöd, also ein bisschen schwierig halt einfach macht, irgendwie saubere Treffer auf etwas größere Distanzen irgendwie anzusetzen. Zum Beispiel da hinten. Ja, einmal vorbeigeschossen. Das ist ärgerlich, aber ist noch okay. So, das war der fünfte. Also es fehlen aber noch welche. Hier ist zum Beispiel noch einer. Ist nicht schön. Ist nicht schön. Kommen wir hier endlich mit dem Messer ran. Schön. Eine fehlt noch. Und das Geile ist, sie werden sogar auf den Karten angezeigt. Das ist, ist schon sehr einsteigerfreundlich gestaltet. So, okay. Jawohl, hier oben haben wir sie. Alles klar. Bumm. Okay. 7 von 15. Damit haben wir quasi alle, die wir hier auf dem Bauernhof finden können. Und ich würde sagen, lass mich auf die Karte werfen. Wir können uns ja. Okay, wir müssen hier also runter. Da vorne war noch ein Kasten, ne? Ach Mensch. Na gut, ich würde sagen, ich hole mir den noch schnell. Wo natürlich nichts drin ist, das ist ja völlig klar. Das ist doch Verarsche. Das ist doch Verarsche. Oh, warte mal. Geht's ja auch noch. Oh, geht's ja auch noch. Wir haben Spinell. Und nichts. Wir haben erstaunlich viele Behälter, wo nichts drin ist. Was hat denn der Hund? Warum bellt denn der Hund ständig? Das muss doch nicht sein. Okay. Dann geht's mal weiter. Ah, hier wieder so ein schöner Wegweiser. Den hast du schon mal gesehen, ja, richtig. Oh, oh. Eieieiei. Buttmashen. Oh, aber Schweinehaar, wie gesagt,
bin jetzt nicht besonders fit mit Xbox-Controller und vor allen Dingen mit der Tastenbelegung. Das war jetzt... Ja. Oh. Ja, so kann man es auch verkacken. 5 Schuss. Ganz sauber verkackt. Also wirklich. Fledermäuse. Fledermaus, Mann. Hier vorne muss man ein bisschen aufpassen. All dieweil. Ich glaube, die Leute haben Dynamitstangen. Gern mal die Hand. Alter. Also im optimalsten Falle lässt er einfach Partylunte fallen. Menschenskinder, also ich bin auch wirklich mega Grotte. Und wie hat das Zielen mit diesem Pad angeht. So, okay. Wie komme ich jetzt an Knirsch Olaf ran hier? Wir konnten die Situation doch noch klären. Das ist ganz gut. Okay. Ein Haufen unter Bücher. Eine Granate. Sehr gut. Prüfen. Was? Hier sind keine Hinweise. Ah, das... Ja, okay. Alles klar. Nicht raus. Ob wir hier noch was finden. Ah, hier, sowas zum Beispiel, ne? Es gibt ein Nest. Mal schauen, dass wir jetzt nicht in eine Bärenfalle treten. Genau. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein rotes Katzenauge. Und ich glaube, ha, genau, das können wir mit dem Bierkrug kombinieren. Ja, und so steigern wir so ein bisschen so den Sachwert der zu verkaufenden Sachen, indem wir die halt einfach schön miteinander kombinieren. Wenn wir sie denn finden, heißt es. Die sind natürlich auch echt gut versteckt, stellenweise. Was ist das? Dicke Spinne. Aber was für eine. So, okay. Das klopfende Geräusch kommt hier. Aus dieser Tür. Ich würde mich aber gerne hier hinten mal kurz umsehen. Da habe ich noch eine Kiste. 1100 PC, das. Sehr gut, sehr gut. Irgendwas sieht nicht so aus. Gut. Ja. Also wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwas übersehe, was ihr vielleicht kennt oder jetzt gerade mal woanders noch gesehen habt oder selber noch wisst vom Spielen dieses Spiels, ja, c'est la vie, ne? Also es ist halt...
Also man ist halt auch sofort... Ah, eine Schreibmaschine. Schön. Hier könnte man den Fortschritt speichern. Oha, okay, alles klar. Hier machen wir schnell den Weg frei. Grünes Crouch. Wie sieht denn überhaupt das Inventar aus? Ist ja voll wie Hulle. So. Jetzt wollen wir den aufräumen. So. Schnell mal nachladen. Damit, wenn wir sie brauchen, sie auch voll ist. So, okay. Dann schieben wir das mal weg. Das Griffen kommt da vorne aus dem Schrank. Think? Oh. You're not like them? No. You? Okay. I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Perfect. The big cheese.